Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich, dass ihr am Start seid. Hoffe, ihr hattet einen cremig, fresh, geil, super, nice, moosblumigen Tag und habe mich heute extra mal hübsch gemacht für euch. Ich habe nämlich das kleine Schwarze angezogen. Ja, ne, denn wir haben heute Räumungsverkauf, ja. Es gibt zwar aktuell neue Boxen, muss man sagen. Ja, diese Firecracker-Kugeln. Aber ich habe noch einiges hier im Inventar. Wir haben Kürbisse, wir haben Kugeln, wir haben sogar noch einen Versus-Beutel, wir haben irgend so ein KDA-Ding noch, ne, haufenweise Sachen, 23 Schlüssel, 61 Schlüssel, 23 Boxen, hier unten nochmal 9 Schlüssel. Und ich denke, für diesen Loot würden einige Menschen töten. Oh Gott, ein Lee Sin Emote. Oh mein Gott. Nun gut, und deswegen habe ich mir gedacht, ja, öffnen wir doch heute einfach mal ein paar von diesen coolen, nicen Kugeln, ne. Aber, ne, gute Dinge wollen Weile haben, deswegen würde ich sagen, fangen wir erstmal hier mit dieser normalen Hextech-Box hier an, ne? Ein paar müssen davon ja auch rausgehen. Und würde sagen, ja, let's go. Machen wir doch die erste Mal auf, ne? Die erste Après-Ski-Box hier. Irelia Spada Divinia. Ich glaube, der Skin ist actually sogar super cool. Ne? Ich meine, Irelia, klar, aktuell sehr, sehr hart genervt worden, wird nochmal genervt. Aber der Skin ist, glaube ich, ziemlich cool. Im Gegensatz zu dem Talon-Skin, der relativ kacke aussieht. Ich glaube, der ist nämlich vom selben Schlag, der Skin. Na, guck mal, das sind immer die besten Boxen. Die Boxen, wo einfach Boxen drin sind. Vendicati. Alter, diese italienischen Namen sind halt einfach komplett GG. Ich finde, diese Vane sieht halt aus, ohne Witz, wie man sich so typisch so richtig langweilige Bibliothekarsfrau vorstellt, die da so rumläuft und sagt so. So, ich würde sagen, machen wir die hier noch auf, die Box der Boxen. Dann gucken wir mal. Fist 100, das ist aktuell sogar mein Lieblingsskin. Diesen Skin spiele ich super, super gerne. Erinnert mich auch immer wieder ein bisschen an WoW, an die Tundra, an diese komischen Walross-Menschen da. So, dann würde ich sagen, wo gehen wir weiter? Machen wir diese Kugeln hier, ne? Die Apres-Ski-Boxen. Peng. Tarik Pietro Lombardi Sanguina. Ich glaube, das ist der rote, ne? Der sieht sogar ziemlich, ziemlich cool aus, actually. Sehr, sehr cool. Oh, da ist 675 Essenz drin. Ist da immer Essenz drin? Korrodierter Malphite oder so. Das ist, glaube ich, dieser. Alter, das ist halt übel schwer. Das ist so ein eigenes Game schon. Du musst halt rausfinden, was das für ein Skin ist. Ne, ich glaube, das ist dieser Piraten-Malphite. Würde ich jetzt einfach mal predikten. Alter, da ist jedes Mal Essenz drin oder bin ich Lucky of Doom? Das wäre übel, GG. Ne, okay. Ne, traurig. Ja. Der Waldkönig am der ist aber ziemlich cool eigentlich, oder? Der hat ziemlich viel Skill. Ne, Leute, hier auch, ne, Amumu, Story, der steht ja auf Annie und Annie steht hier hinten drauf, leider, unlucky. Ne, er steht nicht auf Amumu, sondern auf einem Podest, sie. So, ne, die brauchen aber ordentlich lange zum Explodieren. Kama Conquistatrice, ne, Conquistadore, der ist auch ganz cool. Den habe ich sogar, glaube ich, gar nicht, der Kama-Skin. Ich spiele sehr gerne Kama, aber ich glaube, den Kama-Skin habe ich nicht. Piratenrise, ein Gemma, lecker. Wobei ich hier jetzt nochmal einen Appell eröffnen muss. Es gibt ja sehr, sehr viele Leute von euch, die sagen, ja, Gemstones sowieso, ne? Die feiern das komplett hier, ne? Ganz ehrlich, für Gemstones kriegst du nur Scheiße. Wir machen mal einen Rundown, ja? Scheiße, also ja, okay, eine Kiste halt. Scheiße. Sieht richtig kacke aus. Richtig kacke. Also der geht vielleicht noch, aber relativ kacke. Der geht sogar noch. Relativ kacke. Der hier ist noch okay. Das ist noch okay. Kacke, kacke. Ich meine, was, und der ist auch eher so, geht so, ne? Ich meine, da sollten die irgendwelche super heftigen Skins für geben, nicht so eine Hextech. Könnt ihr mal vielleicht aufhören, Hextech-Skins rauszubringen? Und vielleicht Megatex oder Hex-Hex oder Klex-Flex? Ich weiß es nicht, aber das hier, ich feiere das nicht. Vielleicht gibt es Leute von euch, die das feiern? Wahrscheinlich die diese Skins haben, die sagen, ja, heftig, Alter, Annie Hextech, heftig, heftig. So. Dann haben wir Rumble. Oh, das ist dieser, der Badlands. Der ist nicht epic und der ist safe epic. Das gucken wir jetzt nach. Der ist safe super epic. 1050. Wie viel kostet normaler? 675. Der ist doch epic oder sowas, oder nicht? Oder, hä? Der ist doch voll aufwendig, der Skin. Alistair Predone. Ja, Essenz. Also wir farmen auf jeden Fall übelst die Essenz hier raus. Kann man auf jeden Fall mitleben. Katharina Wilgewasser. Ist jetzt nicht so nice. Timo Eierbeutel. Ist ja bald Ostern, ne? Passend dazu. Ich brauche Honig-Timo. Den brauche ich unbedingt. Honig-Timo ist richtig nice. Graves, ja. Weiß ich nicht.
Muss jetzt nicht so sein. Maokai, Fußball, Portiere. Also so richtig flashen tun die Kugeln nicht, muss ich ehrlich sagen. KDA Airy, ich glaube ganz entfernt, dass ich einen Skin schon habe. Ich bin mir nicht sicher. Wir können ja mal ganz schnell schauen. KDA Ari, habe ich leider. Unglücklich. Sehr unglücklich. Sehr, sehr unglücklich. Ja, Omega Valga kam mit dem 1050 Essence. Ja, sag mal. Chemtech drin haben wir, auch cool. Den habe ich mir auf meinem Smurf gegönnt. Na? Und damit haben wir die letzte Box. Kane, der Lost ist hier. Nice. Nice. Und alter Schwede, wie viele Essence wir bekommen haben. Wir haben jetzt locker so 5k oder so gekriegt. Oder 20k. So, dann gehen wir mal weiter hierzu. Ne? Der Kürbiskopf, Midlane. Frankentübers, nicht so. Noch ein Kürbiskopf. Ja, jetzt auch nicht so geil. Ne? Ich bin ja geschmacklich sehr, sehr schwierig. Ne? Ich bin ja so ein Mensch, ich freue mich nur über bestimmte Skins. Skins, die ich wirklich feier. Zum Beispiel ein Skane-Skin. Ne? Any. Ne. Mervagili? Im Wunderland vielleicht? Annie im Wunderland. Das passt. Oder? Was ist das für ein Skin? Das ist halt voll das Game. So. Machen wir noch einen hiervon. Ne, würde ich sagen. Magior 6. Ja, mach. Okay, mach mal hier. Komm, ein bisschen geht da noch. Ne, die Gegner gehen ja richtig schnell auf. Poroboard. Kann man machen. Ne, ist nicht verkehrt. Noch eine Box in der Box. Evelyn, oh, der ist geil, der ist geil, der Skin. Weil dieser Skin hat einen richtig großen Arsch. Ja, man muss immer auf die wichtigen Dinge im Leben achten, Leute. Ne? Lotharius, ja. Bevor wir das Ding rewollen, würde ich sagen, gucken wir erstmal hier unten so ein bisschen durch. Wir haben halt haufenweise Sachen, ne? Ich würde sagen, rein. Oh, guck mal hier, was ist denn das jetzt hier? Komm, wir schmeißen den Legendary Any Skin damit rein. Was soll's? Ne? Was soll's? Da kommt bestimmt was Insanes bei raus. 100 Essence? 100? 100? Grüner Wichtel Ash Sherwood. Oh, geil, den habe ich sogar nicht. Ich glaube, der sieht auch ohne Witz, der sieht übel gut aus. Ich guckt euch diese Haut an und diese Frisur. Ich finde, und auch diese Hände. Hat Amumu Hände? Der sieht übel gut aus, der Skin, actually. Ich dachte, das ist immer nur ein laufender Kopf. Hat der echt Hände? Also ich finde, das Bild sieht wirklich gut aus, oder nicht? Das Bild sieht wirklich gut aus. Gekauft! Ja, das schreit ja nach einem Amumu-Gameplay. Förmlich. So, was haben wir denn hier noch? Rein damit. Rein damit. Und rein damit. Ja, Matadore, Alistar ist jetzt nicht so geil. Cladula, Leute. Lord Cladula. Ich habe sogar den goldenen Cladula. Ne? Geil! Geil! Ich glaube, den hatte ich beim letzten Mal gezogen, aber das war, glaube ich, ein Chili-Opening und da war ich so tot, dass ich das nicht mehr. Cyberpunk? Oh, hier sind noch richtig geile Sachen, Leute. Das ist ja wie Ostern, Leute. Was man noch so findet hier alles. Cyberpop, sorry, super geil. Da freue ich mich richtig drüber. Was ist das hier? Galio X-Tech? Nee, nee, nee. Later, sag ich da. Earth Kench. Ja, weiß ich nicht. Irelia, der ist auch cool, der Skin. Gönnung. Absolute Gönnung. So, was haben wir noch? Kann rein, kann rein, kann rein. Weg damit. Ja, 100 Essenz, ne? 100, aber warum auch nicht? Also, ich weiß ja nicht. So, wie sieht's mit dem Karma-Skin aus? Geil! Also, ich glaube, ich habe noch nie so viele Skins gecraftet. Das ist ja ein kompletter Wahnsinn hier. Der komplette Wahnsinn. Oh, geiler Look-Skin. Boah, okay, habe ich sogar schon. Schade. So, der Zeug hier rein. Na, ja, nee, nicht so. Nicht so. Was haben wir hier? Poppy, Ori und... Sivir? Poppy, Ori und Sivir? Syndra? Ja, also ich muss sagen, ne, gibt es eine Skin-Reihe, die ihr komplett... feiert und hatet, könnt ihr ja jetzt gerne mal sagen, Skin-Reihe. Welche feiert ihr, welche hatet ihr? Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob ich unbedingt sagen muss, hate Stargarden, aber ich Stargarden spiele ich nie. Never.
Da bin ich completely total out. Blood Moon würde ich grundsätzlich sagen, feier ich. Aber in letzter Zeit kommen so viele Blood Moon Skins. Das ist totale Überschwemmung, ehrlich gesagt. Ansonsten gibt es halt noch Pool Party und Eternum. So, und Project. Aber ich weiß nicht, welches mein absolutes Lieblingstheme ist. Schwierig. So, wo ist der Rumble? Den haben wir schon. Rumble 1050, Alter. Ich gehe hier richtig pleite, du. Ich gehe richtig, richtig pleite. Aber wir kriegen hier eins nach dem anderen. Ne, den haben wir schon. Rein damit. Und zack. Also Program zum Beispiel ist auch so ein... Ich glaube, Program Nami geht sogar actually noch. Hat auch coole Komas. Aber Program ist so eine Reihe, da sehe ich mich überhaupt gar nicht. Also das geht überhaupt nicht. Ja, eine Box, lecker. So eine... Ja, so... Splash Art... Geil, das ist wie dieses Bild, ne? Dann siehst du in der Werbung so Cheeseburger und dann kaufst du bei McDonald's und dann in-game, ne? Also sieht in-game halt katastrophal aus. So, was haben wir denn hier? Hextech Zion, Piraten Rice. Ja, dann schmeißen wir mal zweimal Zion. Two Zion, one Rice. Neuer Film, Leute. Den hatte ich doch nicht? Ja, insane. Also, das ist insane. Hier haben wir Valgar Squadra, aber ich habe ja den hier. Ich würde ja eh immer den, oder? Aber den, ich würde sagen, Disenchanten 270, ist das viel? Ja, komm, den disenchanten wir mal, weil Valgar, den würde ich gerne löschen. Aus dem Spiel. Haben wir, warte mal, Chemtech, müssen wir gucken, habe ich den? Chemtech habe ich, okay. Rein, rein, rein. Zack, was haben wir? 100 Essenz. Könnten wir auch mal gerne 200 Aufrunden machen. Olaf, Glaziale, mit Glatze, Glaziale. So, irgendwo habe ich hier noch was gesehen. Hier war doch noch was, oder nicht? Da ist noch Katharina. KDA Area. Irgendwo sind doch hier bestimmt noch Sachen. Karma und der Boy. Let's go. Das ist der letzte Reroll. Ja, Sache, Mai! Also, dieser Skin... Also, ich glaube, der rote ist sogar noch geiler als der mondmäßige. Der silberne. Super geil. Ich habe heute sogar Maxins Video noch im Hintergrund und da spielt der Leona und er hat auch den Skin gehabt. Ich dachte mir so, boah, eigentlich hätte ich auch mal Bock auf eine Runde Leona, wenn ich das so sehe bei ihm. Ich meine, er hat zweimal verloren, aber ja, Sakramai! Geil! Richtig geil. Ja, wir haben noch unseren Versus-Beutel. Gucken wir mal. Versus ist Graves, Schnee. Hä? Ist das nicht so Schnee, so Schnee gegen Sonne oder was für Versus? Ist Versus nicht so Noxus gegen Demacia und so? Oder ist Graves irgendein... Bilgewasser ist doch Graves. Nautilus... Hä? Gegen was ist er denn? Nautilus gegen Erde? Nochmal Nautilus? Twisted Fate... Ja, also okay, also Twisted Fate gegen Gangplank. Das würde ich schon verstehen, ne? Weil, sorry, Achtung. Also ich glaube... Also ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber... Twisted Fate und Gangplank waren die übelsten Bros, aber Twisted Fate hat Gangplank dann verraten, weil er dafür an die Macht mit Karten zu zaubern gekommen ist. Oder er so ähnlich. Ne? Und dann ist Gangplank im Knast. Irgendwie so. Und... Alter, die Box war ja komplett garbage, Alter. Also, aber jetzt macht's Sinn, actually. Illaoi, Gangplank und Twisted Fate, die sind alle in einem Topf, weil Illaoi hat ja was mit Gangplank, aber... Alter, Gangplank tut mir halt übel leid, holy shit. Friendzone von Friends und Friendinnen. Ne, weil Illaoi hatte was mit Gangplank oder umgekehrt, Gangplank mit Illaoi, aber Illaoi hat dann gesagt, ne, sie konnte sich zwischen ihrem Gott entscheiden oder zwischen Gangplank. Und ja, dann hat sie sich halt für den Gott entschieden, ne. Das heißt, Friendzone Plank müsste man den Skin rausbringen. Aber was macht Nautilus jetzt? Hat der auch damit was zu tun? Wenn ihr das wisst, schreibt es in die Kommentare. Na, wir können aber jetzt gerne nochmal hier was reinschmeißen. Jetzt schmeißen wir... Oh Gott, das wird ein Todesdreier, Leute. Jetzt schmeißen wir Illaoi und noch den Gangplank damit rein. Den Graves. Ach, das ist... Hä, was für Gangplank? Ich rede die ganze Zeit von Gangplank. Das ist Graves, Alter. Bin ich eigentlich behindert? Oder rede ich jetzt von Graves? Oder hat Graves mit Twisted Fate? Boah, jetzt, ich habe mich insane verwirrt. Nee, stopp mal. Graves und Gangplank. Ich meine, die haben beide eine Waffe in der Hand. Das, vielleicht sind das Brüder. Ich glaube, das sind... Vielleicht ist das auch ein und derselbe Champ. Boah, nee. Da, das lasse ich jetzt alles so offen im Raum stehen. Ich habe sehr viele Halbwahrheiten und Halbwissen gedroppt. Let's go. Trotzdem kommen die jetzt alle mit in einen Topf rein. Also, nee, stopp. Also, um es klarzustellen. Graves hatte mit Twisted Fate und Gangplank mit Illaoi. So, jetzt haben wir Sekirim.
Also eine Kreuzung, das hier ist Hecarim, Leute. Ne? Das ist die Kreuzung aus allen diesen dreien. Ja gut, trotzdem ist es Friends on Plank. Ja, das war das Opening. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ne? Und haut rein, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.